Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer Xander ist wieder back am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar zu einer Art Zwischenvideo zwischen dem, ja, der ersten und der zweiten Phase des Mod, der Rebalance Mod KI-Turniers. Ich möchte euch so ein bisschen die Karten vorstellen. Eigentlich wollte ich am Wochenende ein Video machen, das hat nicht geklappt. Ich habe Geburtstag gefeiert, hatte schon eine Party und war wunderbar. Jetzt kann ich auch mal ein Video machen. Toll, oder? Extra für euch. Wahnsinn. Ja, wir haben ja so die Vorstellungs-KIs. Die kennt ihr ja vielleicht noch von damals, sind auch in der Playlist zu finden. Mit den jeweiligen Videos. Und da habe ich mal so ein paar Gedanken zu den Teams gemacht. Da gab es ein paar Probleme, weil die KIs doch vom Stärkelevel her wirklich nicht so stark sind wie die Turnier-KIs. Also die variiert extrem. Ich meinte zu den jeweiligen Vorstellungs-KIs natürlich. Das war schon echt krass. Sehr viel Late-Game-KIs und dann haben wir einen William Wallace, der gefühlt alles rusht. Und er ist natürlich auch am interessantesten zu sehen, weil er am meisten tut innerhalb des Spiels. Deswegen wollte ich ihn unbedingt mit dabei haben. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Teams entschieden. Jägerin und Magister gegen William Wallace und Rob Stark. Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein mit Complaints. Ich erzähle euch so ein bisschen, was die Maps so aussagen. Und ich würde sagen, los geht's. Overlay, zack und Zoom raus. Also, wen haben wir hier denn? Magister, relativ langsame KI. Der Ingenieur hatte ich auch letztes Mal gehabt, als gegen zwei Banditen, genau. Rob Stark, eine KI, die laut AEC relativ strong ist, weil sie ja später Ritter einsetzt, sehr viel später. Aber er kam in das Stadion rein. Ich fand immer die Spiele mit ihm sehr unglücklich von den Vorstellungs-KIs. Ich glaube, der kann mehr, als er bis jetzt gezeigt hat. Die Jägerin für mich einer der stärksten und besten KIs von den ganzen Vorstellungs-KIs. Und ihr seht ja einen Assassine, der kommt von William Wallace, der Schotte. Ja, man kann sich drüber streiten, ob man Assassin einsetzen soll beim Schotten, denn für mich sind auch eher Piken, Lanzen und Streitkolbenkämpfer bekannt. Ist ja aber auch egal, jeder soll da seine KI designen. Vielleicht soll auch diese Assassin so ein bisschen diese Kriegsvermalung darstellen soll. Ich weiß es nicht, vielleicht auch etwas anderes. Da will ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Darum geht es hier nicht. Mir geht es darum, diese Map ein bisschen zu analysieren, ein bisschen zu schauen, was kann die eigentlich, was können die Leute überhaupt. Und wo sollte man hier ein bisschen aufpassen? Gefährlich ist immer der erste Angriff von William Wallace. Wenn sie stirbt, dann stirbt sie in 9 von 10 Fällen. Oder 10 von... Ja, 9 von 10 Fällen tut sie es nicht. So. Ist immer so ein bisschen glücksabhängig. Ich glaube, jetzt müsste es überleben. Da sind so viele Armbrustschützen und Bogenschützen da. Dieser erste Angriff ist halt das Riesenproblem. Weil die KI ist deutlich langsamer sind als das, was wir kennen. Nice. Okay, wir haben ein spannendes Spiel vor uns. Cool. So krass. Ja, zurück zum eigentlichen Spiel. Pilaf sagt, es ist eine relativ Allrounder-Karte. 1 gegen 1 Fokus, heißt der unten greift oben an und der unten greift den da oben an. Wir haben eine Bergposition, wir haben eine Untenposition. Unten müsst ihr natürlich aufpassen, falls jemand Bock hat, wie zum Beispiel der Magister. Der startet jetzt unten. Und ich habe jetzt mal die Jägerin oben starten lassen, weil sie einfach mehr Ressourcen hat und auch eine relativ große KI ist. Ihr seht, oben habt ihr kaum Farmland. 1, 2, 3, 4 sichere Farmen. Der Rest ist komplett umkämpft. Dafür habe ich hier unten relativ sichere Farmen, aber auch hier kommt man wieder so kleine Kampfpatrouille an. Ihr seht jetzt hier vom Magister Druck nach vorne zum Rob Stark. Auch das natürlich sehr hart. Deswegen hat Peter vorhin geschrieben, dass dieser ganze Bereich hier umkämpft ist. Auf dem Berg, dieser Halb. Bereit, meine ich natürlich. Und ja, kommt so. Oh, da kommt oben auch ein Angriff. Wundert mich schon. Meinte doch im Augenschein was gesehen zu haben. Auch hier, der Robster wird den ganz guter Druck setzen. Das ist, was ich meine. Der hat halt im Late Game ist der Typ. Super krass. Aber hier wird er echt gut auseinandergenommen. Der ist eine Katapult hier vom Magister. Macht hier richtig gut Druck. Also einen richtig, richtig guten Job machst du. Wird sein, die zwei sind aber noch nicht am Ende. Ich würde sagen, oben
könnte es hart werden, es könnte aber relativ safe sein, denn hier seht ihr zum Beispiel einen Steinbruch von Braveheart. Der untere hat immer Probleme, da oben hoch zu marschieren. Also der obere hat immer den sicheren Spot und kann es relativ gut verteidigen. Für mich relativ safe Ressourcen in meinen Augen. Was wirklich umkämpft ist, ist halt hier vorne dieses Farmland hier. Seht ihr auch hier die ganzen Kämpfe und natürlich hier vorne sind die ganzen Kämpfe. Da müsst ihr euch überlegen, ob die das Zuzeug passt. Ich sehe schon, der Magister ist voll im Saft. Das ist, finde ich, schon mal ganz gut. Freut mich für ihn. Und greift jetzt auch an mit sehr vielen Armorschützen, sehr vielen Bogenschützen, ein paar Tundler. Und macht hier richtig gut Druck. Ein guter Druck gegenüber Rob sagt, der auch einiges an Truppen hat. Guckt euch das an, wie viele Bogenschützen hier da sind. Was für ein Druck auf dieser Map hier existiert. Viele Speerträger. In der ersten Late Game kommen die KIs mit ihren Rittern. Da kommt jetzt der erste Ritter, genau. 90 ungefähr, plus minus. Ist natürlich schon relativ spät für das Verhalten. Und jetzt kommt Braveheart. Ich nehme mal Braveheart. Er heißt eigentlich William Wallace. Der Film heißt Braveheart, oder? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und hier kommt er lang. Wo läuft er lang hier? Überall durch. Ah, wurde aufgehalten von den ganzen Kolbis hier. Übrigens ist das einfach das Turnier der Kolbimeter. Wie viele KIs setzen Kolbis ein? Hier, William Wallace setzt es ein. Egan setzt es ein. Magister, glaube ich, nicht. Und Rob Stark setzt die halt ein. Meine ich. Ja doch, da sind Kolbis. Also schon echt krass, wie viel die KIs darauf gehen. Und jetzt kommen hier die Ritter von Rob Stark. Die haben wir im Vorstellungskampf, meine ich, nicht so richtig in Aktion gesehen. Jetzt kommen die hier mal ein bisschen besser zur Geltung. Ritter ja immer ein ganz krasser Game-Trainer. Aber guckt doch mal an, wie viele Verteidiger der hat. Das ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Sehr, sehr gut hier. Macht hier einen sehr, sehr guten Job. Und Jäger auch hier voll im Saft. Keine Sorge, Leute. Die Teams sind nicht unfair. Denn der gute Mann ist, ja, einfach unfair as fuck. Das werdet ihr bestimmt noch bei den anderen Matches sehen. Also, keine Sorge. Der ist unfair. Und Magister jetzt auch gut dabei. Braucht halt ziemlich lange, bevor er drinsteht. Wenn er drinsteht, ist er auch echt gut. Diese zwei Türme sehr gut. Auch hier eine ganze Kolonne an Belagerungsgeräten. Das ist ja so sein Signature-Move. Diese unfassbar vielen Belagerungsgeräte. Er ist ja der Ingenieur, der Baumeister. Und kann somit sehr, sehr gut damit arbeiten. Und auch gut mit Tundern umgehen. Rockstar macht hier aber richtig gut Druck mit seinen, müssten Sorties sein. Die Waffen kann man natürlich auch dafür prädestiniert, gut Waffen drücken zu können. Ich glaube, wir haben alle einigermaßen Waffen, kann man außer hier. Der Magister hat nur einen, aber ich glaube, er mehr brauche auch nicht. Und die haben, glaube ich, auch drei und der hat, glaube ich, auch drei. Genau, also das ist auf jeden Fall echt ordentlich hier. Und ja, die Räder marschieren einfach so durch, das war schon krass. Ja, natürlich mit Rebalance, ist ja klar. Zur Info. Und ja, ich bin sehr gespannt, wer jetzt hier gewinnen wird. Es ist sehr auf Augenhöhe beides. Können wir mal ganz kurz hier gucken, was die Krone sagt. Ja, ich denke ziemlich auf Augenhöhe. Jägerin ist vorne, darf Rob Stark und William Wallace. Es ist halt so, es switcht halt hin und her und William Wallace gerade auch ein bisschen unter Druck. Jetzt muss hier Rob Stark ein bisschen ihn supporten. Macht er ja auch mit den ganzen Bogenschützen hier. Das macht er richtig, richtig toll. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Was machst du, Magister? Also hier harte Kämpfe außen. Immer schön zu sehen. Und hier immer noch ein paar Kolbis hier. Und die hat, glaube ich, jetzt ganz gut Gold gesammelt. Ne, hat sie nicht. Toll. Sehr viele Außenverteidiger hier von Magister. Deswegen kommen die Ritter auch nicht so richtig durch. Weil die einfach doch von den ganzen Armutschützen und so immer niedergeschossen werden. Das ist schon ziemlich krass, wie schnell die dann doch untergehen. Und da kommen noch ein paar Kolbis. Ich würde sagen, der Angriff ist noch nicht so gefährlich. Kommt noch nicht so richtig durch. Ja, nee, guck mal, viele Truppen, der hier hat, der Magister. Auch noch jetzt arabische Schwertkämpfer hat auch noch ausgebildet. Beide kommen ins Late Game Stadium. Auf jeden Fall wunderbar rein. Und das ist schon ganz nice. Oh, hier, schön Leiter verwendet übrigens. GG. An Rob Stark. Angriff von der Jägerin hier. Übrigens sehr, sehr mächtige Angriffe. Ihr seht schon hier diese Anzahl an Truppen. Das ist nicht nur schlechten Eltern. William Wallace hier im Bedrohung hier hat aber genügend Truppen, das alles abzuwehren. Kein Problem. Auch sehr gut designt hier. Keine Verteidiger-Schotten kämpfen lieber aggressiv statt defensiv.
genau, das schon. Genau, kommen wir noch ein bisschen zu der Map. Es passiert hier zu viel, Leute. Ich gehe jetzt viel auf das Spiel ein. Also, wir haben hier 4 eigene Steinbrüche. Was ist mit eigene Steinbrüche gemeint? Es geht pro Seite. Also, hier haben wir 4, die sicher sind. Und 3, die umkämpft sind. Das sind diese hier. Wir haben 9 eigene Eisenminen. Hier hinten ganz viele. Hier ganz viele. Kommt ja auch ungefähr hin mit 9. Und wir haben ca. 32 Farmen größtenteils umkämpft. Sieht man hier vorne, ja, das ist nicht von schlechten Eltern. Hier unten ist ein bisschen sicherer. Aber auch hier kommt nochmal eine Patrouille an. Ihr seht es schon. Das ist schon echt ekelig. Die Farmen sind wirklich hartes Thema. Und wir wollen es hier. Kommt durch. Tötet die ganzen Bogenschützen von Jägern einfach so weg. Die Kolbe sind einfach zu mächtig. Und Jägern kann jetzt wieder wunderbar ausbilden mit den 3 Waffenkammern. Da hat sie auf jeden Fall, ja, gut gesammelt. Hat, glaube ich, 4 verschiedene Waffen. Armbrustschützen. Ne, 5 verschiedene Waffen. Und mit den Armbrustschützen. Lederhandschuhe. Kolbis. Bogen. 4 verschiedene Waffen. Genau. Ja, und ihr seht schon hier, Strategie geht voll auf Käse. Warum? Kombiniert es ganz gut hier. Mit den ganzen, mit der sehr viele, nennen Sie die nochmal, Gerbereien. Sind auch sehr günstig übrigens, die Gerbereien. Also sehr relativ günstige Waffenproduktion, auch hier die paar Schmieden. Aber das musst du halt, irgendwas brauchst du halt, was sehr schwer ist. Und natürlich da voll auf die Käserei gegangen. Denn die Käsereien haben den Vorteil, dass du trotzdem auch Käse bekommst. Also da, dazu. Und ja, Magister auch jetzt hier, gut im Saft, also ich könnte jetzt nicht sagen, wer gewinnt, muss ich ehrlich zugeben, wie lange der Kampf hier geht. Es war echt schwierig, da eine vernünftige Balance rauszusuchen, weil William Wallace ist unfair, der sich einfach so gut wie alle im ersten Angriff und dann, wenn man ins Lecke überhaupt kommt, dann verliert er halt. Das passiert ganz selten. Und ein 1 gegen 2 ist halt immer so GG, weil die KIs doch nicht so weit auseinander sind. Sondern halt doch dicht dran. Wenn du 2 gegen 1 hast, dann schaffst du es nicht. Das war beim alten Turnier anders. Da konntest du 2 gegen 1 ganz gut noch managen. Hier definitiv nicht mehr. Ja, es kommen ja auch endlich die arabischen Schwertkämpfer und keine Baugeräte werden gebaut. Schade. Egal, nicht schlimm. Hatte ich gehofft. Aber die KI, ich hoffe, dass wir es auch mal gefixt kriegen, dass sie noch ein bisschen besser da bauen. Eine Nachricht von Bray. Wenn ich ihn voll spüre. Alles, was ich bin, jetzt schon tot. Wow, 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 der Braveheart hat die richtigen Probleme. Ist nervös hier. Und ich sehe jetzt auch, warum. Guckt mal an, wie viel die Jäger hier eingenommen hat. Die ganzen Truppen marschieren hier lang. Wow, hier kommt noch eine ganze Klonne an. Kolbis durch. Doch die Bogenschützen verteidigen ihn. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt doch so schnell Druck machen. Ich sag, eine Jägerin im Late echt gut. Wirklich, wirklich strong. Aber ich würde noch sagen, das ist eine der Maps, die wirklich am late-lastigsten ist von allen. Maschine jetzt einfach hoch. Ja, moin. GG, Braveheart. Ja, GG. GG. Aua. Das war ja ein spannender Kampf. Zwinker, zwinker. Ich habe gerade was ins Auge bekommen. Was zum Teufel? Ja, mit den Sprüchen auch so geil. Ja, die Texte sind auch nicht ganz korrekt. Kein Plan, warum. Ob Nebikov einen Fehler gemacht hat, ob die Modern einen Fehler gemacht hat. Es ist kompliziert, das alles korrekt zu machen. Ich weiß. Ich weiß nicht. Oha, jetzt kommt hier doch Rob Stark hier an. Wir haben noch andere Maps vor uns, Leute. Wir haben noch deutlich mehr Maps vor uns. Das ist jetzt eine Map. Und ich bin schon ganz zufrieden mit der Balance. Also, hätte sein können, ja, jetzt natürlich Jägerin 2 gegen 1. Ihr habt gesehen, wie mächtig sie denn wird. Das ist schon nicht von schlechten Eltern. Aber Rob Stark, würde ich sagen, tick stärker als Magister im Late aufgrund der Ritter und aufgrund dieser ganzen Eco-Power einfach. Ich würde sagen, ein Tick stärker. Auch wenn der Magister sich gut hält. Wirklich gut hält. Aber ich würde sagen, danke von Rob Stark, immer gefährlicher. Ja, so die Jäger kommen. Jetzt kommt sie auch schon mit unfassbar vielen Bogenschützen. Und jetzt pusht sie vor. Jetzt pusht sie nach vorne hier. Also richtig actionreich hier. Auch hier Belagerungszelte gesetzt. Wunderbar. Wem was jetzt alles kommt an Belagerungsgeräten. Feuerballisten, Feuerballisten. Kommt noch ein Triborg? Ne, Ramböcke. Hör mal, der Ramböcke. Auch hier ganz viele Assassinen hier hochgefahren. Er weiß, glaube ich, gerade selber nicht, wo er verteidigen soll. Der gute, ich wüsste gerade, boah, guck mal die Anzahl an. Das sieht so cool aus.
wie viele Bogenschützen sie einfach hat. Sie ist einfach King of Bogenschützen. Auch schön nach draußen gepusht von Robb Stark hier. Einen Ausfall gemacht hier. Richtig gut, strategisch gut verteidigt. Das hat mir richtig gefallen. Wir sehen, wie viele Bogenschützen es waren. War sehr, sehr schlau. Aber natürlich, dieses 2 gegen 1 ist nun mal komplett hart. Du verlierst Ressourcen und kannst auf Dauer dich nicht mehr halten, nicht mehr retten. Denn jetzt kommen hier überall auch die, sozusagen, die Raids, die hier besser durchkommen. Die paar Kolbis hier haben schon ein paar Steinbrüche kaputt gekriegt. Feuerblästen sind immer noch da. Waren da. Korrigiere. Und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht trotzdem relativ strategisch schlau gemacht von Robb Stark hier auszufallen und dann nicht alles wegschießen zu sollen. Ich habe gesehen, wie dominierend sie doch waren, die Bogenschützen und Armbrustschützen. So, Magister, brauchst du noch ein bisschen? Ja, ich glaube, die Jäger müssen das nächste wieder angreifen, weil die jetzt ja komplett in Ruhe gelassen wird. Vorteil, wie gesagt, wenn ihr keine KI mehr habt, dann könnt ihr halt machen, was ihr wollt. Ihr habt da halt komplette Ruhe. Ihr kriegt halt keinen Druck mehr in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht ein bisschen hier, aber ihr seht es halt. Es passiert eigentlich gar nichts. Ich glaube, das sind sogar Sorties sogar. Wenn ich mich nicht ganz irre. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Müsste eine IC nachgucken. Aber mir geht es hier darum, auf die Maps genauer einzugehen. War jetzt einfach nur auf den nächsten Angriff von der Jägerin. Ich glaube, die ist jetzt auch bald soweit. Magister ist jetzt auch bald soweit. Aber ich diese massiven Außenpatrouillen, die ja was gebracht haben. Erste Frage, wie viel sie gebracht haben. Ist natürlich, das müssen Raids sein, ganz klar. Oder? Oder auch Sorties. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass es Sorties sind. Wieder Angriff von der Jägerin. Diesmal mit noch mehr Truppen. Hört einfach nicht mehr auf. Nur ein blauen Zelt, schade. Hätte gut getan, wenn es da mehr sind. Aber hätte auch hier Winterfeld hier gut verteidigt. Die Assassinen pushen nach vorne und er hat kaum Verteidiger. Machen die Assassinen jetzt im Alleingang oder was? Oha. Wird nicht zur Hilfe kommen. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Du verlierst diesen Krieg. Ja, das passiert, Robb Stark. Guck doch mal, wie viele Harmonschüsse. Erinnert mich so ein bisschen an Sworden, Friedrich. Leichte Erinnerung daran. Also, guck mal das an. Das ist so krass. Aber 1211, da finde ich es vollkommen legitim. Ich meine, du musst doch erstmal dahin kommen. So, ich glaube, das war's jetzt. Sorry, Robb. Tja. GG an Team Jägerin und Magister. Jägerin hier natürlich ganz klar dominierend. Auch meistens Truppen rekrutiert und auch diese Anzahl am Bogenschützbar. Echt krass. Ja, 1:0 würde ich sagen, hier für die Jägerin und für den Magister. Wie wollen wir das Team denn nennen? Jagdmister? Jagister? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und würde ich sagen, weiter oder William Stark. Oh Mann. Kann man so witzige Wortspielchen machen. Würde ich sagen, nächste Map. Fata Morgana. Aggressiv, ultra aggressiv. Das kann jetzt komplett sich ändern. Fata Morgana, Map von Nevikov. Eine sehr aggressive Map. Fokus auf sicheren Stein mit guter Holz- und Farmverfügbarkeit. 7 eigene Steinbrüche, 10 eigene Eisenminen. Wir müssen gucken, wo das alles zu finden ist. Hier sind die Steinbrüche. Hier unten ist Eisen. Was hatten wir noch hier? Ca. 28 Farm, davon größtenteils umkämpft. Ihr seht ja hier dieses ganze Grüne hier. Da seht ihr noch ein paar Bäumchen, wenn die alle weg sind, können da überall Farm platziert werden. Das also passiert nach und nach, progressiv. Und recht viele Bäume nahe, also sozusagen sehr nah sind sehr viele Bäume. Später dann halt weiter hinten. Noch weniger. Moderate Rehe. Und der ergiebige Bergwälder ist sozusagen hier mit gemeint. Ich glaube, dass hier der William Wallace deutlich krasser ist, weil der super aggressiver ist. Es kann sogar sein, dass sie komplett tot rusht und dann hat er ein riesiges Problem. Weil, sagt, der Aufbau bei den KIs ist, designtechnisch sehr lange.
dauert sehr, sehr lange. Da kann natürlich vielleicht sie sich nicht richtig aufbauen. Wenn sich aufbaut, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja 1-0 für das Team. Passt schon. So, ich glaube, das würde ich sagen, ist eine Map für William Wallace. Ich glaube, wäre ich William Wallace, würde ich die als Prioritätsmap wählen. Doch, glaub schon. Denk schon. Ja, Magister hier auch ganz okay, weil das hat auch einigermaßen safe Ressourcen. Und kommt hier ein Großteil durch. Ja, noch Assassin auch noch dazu. Gut verteidigt von der Jägerin übrigens. GG. GGs gehen raus. Sehr gut gemacht. Und natürlich Sorties hier. Harte Kämpfe. Denn die Sorties werden immer wieder nach vorne rücken und in die Verteidigung wegschießen. Also das wird ein Problem für ihn sein. Auf jeden Fall, jetzt hat sie auch nicht die Verteidiger hier stationiert. Der gute Wallace. Rob Stark hier dauert natürlich genauso lange wie Magister. Ich habe das Gefühl, die brauchen beide halt Ewigkeiten, obwohl Magister durch einen Tick schneller ist, aber auch sehr kleine Angriffe abfährt. Ich glaube, 1 gegen 1, denke ich, also wenn die im 1 gegen 1 gekämpft hätten, wird, denke ich, Rob Stark eher gewinnen, weil er im Late Game die stärkeren Truppen hat. Kann auch sein, dass ich absolut scheiße laber und Magister wird gewinnen. Kann ja auch gut sein. Ja, Map sehr schön gebaut. Fata Morgana von Nevikov. Eine 2 gegen 1 Position, also beide gehen hierauf und die beide gehen hierauf. Warum funktioniert das jetzt so? Ich habe es auf Closes eingestellt, das heißt, damit wir auch wirklich sehen, wie es funktioniert. So, alle KIs sind auf Closes, dementsprechend da alles überschrieben, falls jemand Gold hatte. Sorry, alles auf Closes eingestellt, damit man auch das gut sehen kann. So, Rob Stark und William Wallace. Jäger pusht hier rein mit einem Angriff. Macht hier gut Druck mit dem Bogenschützen mal wieder. Das ist ja ihre Stärke. Aber diese Mauer hält hier echt viel aus. Also kaum hier die Eco angetatscht. Das ist auf jeden Fall gut zu sehen. Ein paar Sorties kommen raus, die nicht so viel bringen. Gerade Jägerin und Magister ganz klar überlegen. Aber wir haben noch ein paar Spiele vor uns. So schnell ist das noch nicht vorbei. Jäger würde ich auch fast sagen, einer mit der stärksten KIs im Late Game. Durch die ganzen Armbrustschützen. Das ist schon echt krass. Wirklich krass. Ihr rasiert hier echt gut durch. Gut verteidigt hier von William Wallace. Ist jetzt nicht mehr so viel. Am Ding ist ja auch, wenn er angreift, greift er auch die Jägerin an. Rob Stark und ich glaube, die Jägerin, weiß nicht, wie gut sie klarkommen gegen Ritter. Keine Ahnung. Selten, noch nie richtig gesehen gegen Ritter. Es kann sein, dass die Bogenschützen und Armschützen richtig, richtig gut klarkommen. Wie gerade eben, es kann aber auch sein, dass auf Dauer die Ritter ihr alles wegnehmen. Weil nur Käsereien ist halt irgendwo auch sinnvoll, hat nur eine Produktionsreihe, macht aber irgendwo auch die Anfälligkeit extrem hoch, weil Apfelfarmen sind einfach besser. Komme nicht durch, alles geklärt worden von der guten Jägerin. Jetzt seht ihr, so versteht ihr, was ich meine. Hier seht ihr, dass die Kämpfe jetzt sehr leicht beginnen können. Auch hier sind immer mehr Farben. Also da beginnen die Kämpfe so nach und nach. Jetzt kommt hier ein Angriff vom guten Rob Stark. Der ist noch nicht so stark, aber der kommt. Der wird noch stärker. Schießt jetzt ernsthaft auf die Eco. Ja, ciao. Was ging ja schnell. Magister kommt jetzt auch mit seinem zweiten oder dritten Angriff? Zweiten? Ich glaube dritten. Bin mir nicht gerade sicher. Auch sehr viele Bogenschützen. Also die beiden haben so eine Bogenschützen-Power. Das ist halt echt insane. Das ist schon krass hier. Dame William Wallace. Ich erzähle die ganze Zeit, wie krass er ist und er verliert einfach. Sorry, Bro. Oh Mann.
Ist, denke ich, aber nicht zu schlimm. Ja, Map schick. Sieht super aus. Oh, wir beflüssen hier. Geil, Leute, wissen einfach, was sie tun. Oh, jetzt kommen die Ritter. Oh, jetzt kommen sie. Das kann bitter werden. Das kann bitter werden. Ich glaube, es sind Sorties. Das sind Sorties. 100 Pro. Okay, die laufen nicht so great. Raids laufen straight durch und Sorties stoppen. Das sind die Sorties. Trotzdem, die Eco läuft eigentlich ganz gut weiter. Das muss man ihn auch lassen vom guten William Wallace. Ritter pushen durch. Machen hier ein bisschen was kaputt. Ein paar Bewohner. Ein paar Truppen. Magister und Jäger sehr gut aufgebaut. Und ja, Robb Stark ist okay. Es ist okay. Vielleicht ist doch Magister im Late Game stärker, weil ich habe immer vergessen, dass er noch Abendstärken verwendet. Das unterschätze ich immer wieder. Und jetzt ehrlich so viel Kapital in seine Ausverteidigung investiert. Was machst du? Das ist ganz schlecht. Ah, das ist ganz schlecht. Das sieht nicht gut aus, wie wenn ich ihm treu schwöre, ist alles, was ich bin, jetzt schon tot. What the fuck? Die rasieren ja einfach so durch. Mein Gott, der arme William Wallace. So leicht. Ja, wäre es schlauer gewesen, Robb Stark hinzustellen? Wahrscheinlich schon. Egal. Wir haben noch weitere Spiele vor uns. Das ist ein Finale. Mann, 7 Spiele. Ja, können wir ruhig machen. Wir können ja mit dem Team alle 7 Spiele machen. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Mal zu sehen, wie die Karten wirklich performen. Weil ich glaube schon, dass die beiden eine reelle Chance haben. Er wird zerballert wie sonst was. Der Arme. Nächste Angriff hier. Eine Nachricht von Bray. Wenn ich ei. Das ist alles, was ich will. GG. Junge, die Jäger ist so krank gut. Die ist so gut. Eine Nachricht von Bray. So gut. Okay. Das war ja ein spannender Kampf. Zwinker, Zwinker. Ich habe gerade was ins Auge bekommen. Hm. Boah, dieses Zwinker, Zwinker. Oh mein Gott, das ist so. Ah, oh, diese Stimme ist echt anstrengend. Ja, wenn die ganze Zeit hören würde, ich würde durchdrehen. Diese hohe Stimme. Oh Mann. Komme ich nicht drauf klar. Ich komme einfach nicht drauf klar. Ja, GG. Ich glaube, Robb Stark zu besiegen ist dann eigentlich nur noch Formsache. So hart es klingt. Ah, ist ein bisschen blöd. Was heißt ein bisschen blöd? Es ist halt immer so, wenn eine KI verliert, dann ist es halt ein GG. Das kann ich nicht ändern. Wird sich auch im Turnier nicht ändern. Weil du einfach nicht mehr diesen Stärkenunterschied hast, den du im letzten Turnier hattest. Finde ich aber eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich meine, du willst ja als Team gewinnen und nicht, dass dein einer Partner hier als Kanonenfutter im Prinzip aufgegeben wird und dass der andere sich dann voll entfalten kann. So, und das ist ja irgendwie auch blöd, ne? Wow. Gut weggeklärt von den Rittern übrigens. Oh. Und du meinst, das ist so insane. Es ist so insane. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Krass, oder? Also Bogenschützen, absolut insane. Auch da, natürlich, Armutschützen sind immer noch stark. Es ist halt die stärkste Fernkampfeinheit im Spiel. Aber sind nicht mehr ganz so OP, wie sie mal war. Wie sie mal waren. Jetzt brennt der gute Robb Stark auch noch. Ja, die machen ja komplett alles platt hier. Guck doch mal die Burg an. Schießt nicht mehr voran. Magister und ihr Jägerin beide hier am Ballern, als sie das genügend Kohle hatten, um die ganzen Truppen auszubilden.
Ja, ich glaube, dass ich habe jede Schlacht gewonnen. Ich verliere sie so. Ja, ich glaube, das ist wieder nur Formsache halt, ne? Ja, GG. Eine Botschaft, Herr. Na krass, ne? Wieder zwei Kills für Jägerin. Ich glaube, Kill-Statistik wird Jägerin jetzt, glaube ich, 4 Kills haben. Nice. Bei 2 Spielen 4 Kills, das nenne ich clean. Und deswegen würde ich sagen, nächster Kampf. Auf der Map Good Rain. So, willkommen zurück. Ich habe kurz Pause gemacht. Kurz was getrunken. Ja, ich habe gesnackt. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt noch das dritte Spiel. Wir haben erstmal Robb Stark und Wallace getauscht. Ich glaube, sie gehen beide eh auf die Jägerin. Müsste so sein. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal. Und los geht's. Ja, werden definitiv auf die Jägerin gehen. Sicher jetzt schon. Krass. Ja, wir werden überfallen. War jetzt ein sehr cleaner Sieg von Jägerin und Magister. Sieht das so aus, ob die absolut OP sind. Aber sind sie nicht. Kommen wir auf der Map God Reigns. Eine sehr interessante Map von Nevikov. Sehr viel Sumpf. 15 Pechkuben könnt ihr bauen. 15 Stück, das ist echt ordentlich. Davon auch einige umkämpft sich hier in der Mitte. Und ihr seht hier, man kann nur 15 Farmen bauen. Das fragt ihr euch so. Das ist eigentlich ziemlich grün. Jaha, das stimmt, aber ihr seht überall diese kleinen Flecke hier. Das heißt, ihr könnt da kaum Farmen bauen. Alles gesperrt von Nevikov. Sehr schlau gemacht. Und die Farmen, die Bonke sind auch noch umkämpft. Also 15 Farmen jede Seite ist nicht viel. Ist es wirklich nicht viel. Sollte ja dann sagen, die Hälfte von 15, ne? Mehr ist es dann auch nicht. Und ja, Steinbrüche. Haben wir 8 eigene. Ne, 2 eigene Steinbrüche und 5 umkämpfte. Also das ist auf jeden Fall auch. Die beiden sind das. Rest ist alles umkämpft. Ist auch nicht gerade die Menge oder so, ne? Ist jetzt nicht so viel. Und genau, haben dann 8 eigene Eisenminen plus 7 umkämpft, also auch deutlich eisenlastiger. Hier sieht man überall so verteilt, das ist sehr, ja, auch mal hier ist eine, hier ist eine, hier ist so ein paar. Eine Botschaft, Herr. Oha, ja, genau das meinte ich halt. Genau das war das Problem bei Brian Wallace. Der Typ rasiert einmal durch und ist GG. Eine Botschaft, Herr. Und das war's. Du Idiot. Ich wollte dir gerade ein Freundschaftsangebot unterbreiten. So. Und jetzt hat der Magister ein riesiges Problem. Also es ist eben nicht so, dass ich da komplett unfaire Teams designt habe. Ha. Für Schottland! Für Schottland! Ja! Cool. Ja, so sieht das aktuell aus. Die Map ist eigentlich sehr cool, aber auch für... Boah, für was ist das denn gut? Schwierig. Ich würde sagen, für beide KIs. Also beide KI-Typen. Ihr müsst dann überlegen, was tut euch mehr weh? Also KIs, die viel Stein brauchen, ist diese Map schwierig. KIs, die wenig Stein brauchen, ist diese Map, denke ich, sogar eine ziemlich gute Wahl. Auch für kleine KIs kann das eine gute Wahl sein, weil halt eben nicht so viele Ressourcen vorhanden sind. Ja, müsst ihr halt überlegen, was für euch das Beste ist. Kann ich jetzt so auch gar nicht sagen. Das sind ja auch generell nur Tipps oder was heißt Tipps? Ich sage einfach, ich erzähle ein bisschen was, was ich dazu denke. Und es kann sein, dass ich komplett Quatsch erzähle und sagen, die Map eh absolut krass ist. Für eure Tank-KI, was auch immer. Weiß ich aber nicht. Ja, ich glaube, das ist nur noch Formsache. Einfach durchmarschiert und gut ist. Ja. So hat sich das wieder ausgeglichen. William Wallace macht ein 2:0 und da seht ihr auf jeden Fall, der Typ kann einiges. Tja, GG. So schnell kann auch ein Spiel gehen. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch ein Spiel. Spiel Nummer 4 dann und dann würde ich sagen, machen wir dann Pause. Also das heißt Pause, warten wir ab, bis dann das nächste, also bis ich dann wieder, also das nächste Video dann mache. So, dazu. Ich wäre gerne alle 7 Apps wenigstens einmal gezeigt haben. Green Trench, das ist eine KI-Map, die habe ich bis sehr wenig angeguckt. Deswegen würde ich sagen, let's go. So, 1:2 aktuell Punktestand. Auch hier ist sehr weit vorne. Das ist auch krass von der Jägerin.
Ja, Will Wallace hat alle, und ihr müsst vorstellen, Jägerin ist einer der KIs, die so viele Bogenschützen einsetzt. Das heißt, wenn die einmal drin ist, dann ist sie auch drin, so. Er hat halt sozusagen die Chance, am Anfang richtig krass zu rasieren, und das war's dann halt. Aber da ist er halt richtig strong. Ja, erzähl mal ein bisschen was zu der Map. Was haben wir hier? 4 eigene Steinbrüche, plus 3 umkämpfte. Aber recht sicher, ja, würde ich auch sehen, ja. Genau, und ist recht sicher, hätte ich auch bei Complaints hingeschrieben. Hätte ich jetzt gemacht. 6 eigene Eisenmine, glaube ich, hierbei verteilt. Und plus 10 umkämpft. Das heißt, sie müssen in der Mitte hier irgendwo sein. Genau, hier sind welche, hier sind welche, hier sind welche. Oh, ordentlich auf jeden Fall. 32 Farben pro Seite, relativ ineffizient. Ihr seht ja hier sehr weit alles hier. Sehr weit, glaube ich, hinten ja gar keine Farben. Also auch da muss man natürlich gucken. Ist so ein, erinnert mich so ein bisschen, muss ich sagen, an. Nennt die Map nochmal Rupture aus dem letzten Turnier. Ah, von Prinz Pilaf sogar. Cool. Viele umkämpfte, aber einige sichere Bäume. Kein langfristiger Bestand. Moderat Rier. Das heißt also, ich denke mal, dass kein Baumspreader gesetzt. Ich guck mal ganz kurz. Ist ja ein Baumspreader gesetzt? Nein, 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 nein. Wir auch alle nicht. Also habt ihr sozusagen nur temporär Holz. Und danach wird es irgendwann, ja, extrem wenig. So. Mal gucken, ob sich Braveheart wieder hier durchsetzen kann oder halt William Wallace, je nachdem. Braucht hier deutlich länger als in anderen Maps. Also könnte zu Nachteil führen. Und Magister weiß ich nicht, wie er sich hier behaupten kann. Und ob Stark? Kein Plan. Aber ich würde sagen, die Jägerin steht wieder ganz gut im Saft. Also die kommt hier ganz gut klar. Auch mit diesem vorgesetzten Berg wäre natürlich jetzt vorteilhaft mit diesem Farm hier. Also klug gemacht. Und da kommt wieder Braveheart. 3 zu 1. GG, alles gecleant, geklärt. Das heißt, der erste Angriff nicht durchgekommen von William Wallace. Von der Jägerin abgewehrt worden. Und jetzt geht es natürlich darum, die Mitte zu halten. Ganz wichtig hier. Mitte halten um jeden Preis. Ihr seht, die Jäger macht hier sehr gut Druck. Auch Magister ist gut dabei, hier gerade die Mitte zu halten. Also die beiden gerade wirklich in der Bedrohle. Krass auf jeden Fall. Erster Angriff vom Magister hier. Schießt hier noch die Farm ab und er trifft sogar die Farm von der Jägerin mit. Weil das vorher sich ausgebreitet hat. Schnell platziert von der Jägerin hier. Und Alter, was fackelst du mal deine eigenen Leute ab, Mann? Was machst du? Auch gemein. Mit der Feuerwehrliste kann man auch seine eigenen Farm abfackeln, weil das Feuer ja dann sozusagen überspreadet. Das kann ja passieren. Wackelig wie ein Kartenhaus. Schon krass. Also das Feuer spreaden im Dschungel ist einfach nur dumm. Also, es ist nicht dumm, es ist irgendwo schlau, aber so schnell. Ach, come on, ey. Bisschen sehr hart. Bisschen sehr, sehr hart. Auch das ist klug gemacht mit dem Turm hier. Selbst wenn der Turm fällt, der große hier. Ist immer noch eine Mauer da. Das ist natürlich sehr schlau gemacht hier. Kommt trotzdem durch. Ja, moin. So, wie sieht es bei euch aus? Rob Stark hier. Erobert ein bisschen was zurück mit seinen Bogenschützen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Macht hier ganz gut Progress. Und der Magister hier hinten. Ja, ein paar Bogenschützen hier auch. Wird ein bisschen gekämpft hier überall. Wird sein Rob Stark gerade so ein bisschen die Oberhand in der Mitte. Ah, ausgeglichen. Schwer einzuschätzen. Sehr unübersichtlich. Der Braveheart hat hier riesige Probleme hier. Er kriegt ja keine Farm mehr hin. Guck mal, wie leer das alles ist. Ich glaube, der hat hier echte Probleme auf der Map. Glaube ich nicht ganz seine Lieblingsmap. Muss ich enden. Würde ich meinen. Oder schätzen. Aber seht ihr, wie krass unterschiedliche KIs performen. So, das ist halt echt witzig. Also da braucht ihr auf jeden Fall, das finde ich auch gut, dass eben bei solchen Maps Sorties, Auspatrouille und so weiter mehr beachtet werden als in Maps davor. Denn du hast einfach nicht mehr die Möglichkeit, so safe zu sein. Das geht einfach nicht mehr. Guck mal, du musst hier das Farmland halt halten. Du musst es tun. Du bist dazu gezwungen. Aber natürlich die Armbrustschützen deutlich stärker als die Bogenschützen, keine Frage. Jetzt kommen natürlich die Ritter raus. Auch das kann jetzt natürlich ein Gamechanger sein für Robb Stark und William Wallace. Kann, muss nicht. So, die Ritter hier machen hier ganz gut Druck. Haben wir eben ganz gut die Bogenschützen wegschnetzelt. Aber die Armbrustschützen regeln
Der Rob sagt hier sogar gar nicht mal so eine schlechte KI drauf, merke ich gerade. Macht seinen Job ziemlich gut, ziemlich konstant und macht mit seinen Rittern immer wieder diese ganzen, ja, das ist natürlich echt asozial, ne? Immer wieder platt und drückt. Aber alleine kannst du halt nichts machen. Du musst halt jetzt Support bekommen von William Wallace, der ziemlich tot ist und halt kaum was machen kann. Jetzt mehr Nahrung aus. Geht so. Ich glaube auch keine Nahrungsproduktion mehr vorhanden. Ich glaube, muss er sich alles kaufen. Ist natürlich auch mega teuer. Ja, schon krass. Also mächtig. Wow. Jäger pusht hier einmal durch. Ich würde sagen, das gewinnt Jäger sogar den Fight. Habe ich jetzt gar nicht so erkannt. GG. Ja, krass. Also. Ja. Er stirbt. Oh Mann, das ist Freiheit und dann ist er weg. Das war ja ein spannender Kampf. Zwinker, zwinker. Ich habe gerade was ins Auge bekommen. Was zum Teufel? Wer hat sich diese Sprüche ausgedacht, ey? Was zum Teufel? Ja, ist natürlich für Jägerin. Ist ja nochmal ein 2 gegen 1. Ist keine Chance. Glaube ich nicht. Müsste nicht Rob Stark das irgendwie gewinnen soll. Obwohl er eigentlich ganz gut ist für die Map. Da sieht man auch noch hier. Der macht auf jeden Fall seinen Job hier ziemlich gut. Hätte auch die Dominanz gegenüber Magister Operis erhalten können. Aber Braveheart war jetzt nicht die. Der Glücksgriff, sag ich mal. Natürlich der Glücksgriff. Ja. Ein Doppelangriff hier von beiden. Eine Botschaft. Ich habe jede Schlacht gewonnen. Ich verliere diese. Ja, jetzt ist es vielleicht 3 zu 1. Also, ihr habt noch ein paar Maps. 3 Maps habt ihr noch vor euch. Müsst ihr nächsten Map vor euch gewinnen, Jungs. Ja. Das Problem ist einfach, man kann jetzt einfach sehr schnell abspielen, weil nichts Verspannendes passiert. Es ist halt nur noch Formsache, dass die eine KI gewinnt. Und was soll man da groß zeigen? Aus meiner Sicht so. Also. Da gibt es ja nichts Spannendes mehr zu sehen, außer halt, ja, wann stirbt die endlich? Genau, Formsache. GG. Sehr gut gemacht wieder von der Jägerin, also sie powert hier das ganze Team nach vorne. Schon wieder 2 Kills, einfach 6 Kills für sie, ja moin. Ist einfach Bro, ist einfach so Bro. Tja, ja, 3 zu 1. Ich überlege gerade, gönne ich mir jetzt noch ein Spiel mit euch? Nein, machen das so. Ich mache hier einen Cut. Die nächsten 3 Maps kommen dann im nächsten Video. Ich denke, genug zu sehen. Ihr könnt auch die Maps nochmal analysieren, nochmal hier im Video anschauen. Teilweise war es sehr schnell, weil ich bin der Meinung, wenn die eine KI weg ist, was willst du da noch groß zeigen? Dann weißt du ganz klar, auch der Zuschauer weiß ganz klar, ja, die andere wird auch bald sterben. Ist halt nur doch Formsache. So, und deswegen gibt es da nicht mehr so viel zu zeigen. Ist mir hier so aufgefallen. Ja, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen die unterschiedlichen Maps sehen. Wir sehen uns ja im zweiten Teil dann gleich wieder. Also morgen oder Freitag. Oder. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Kein Plan. Und in diesem Sinne würde ich sagen, euer Xander ist raus. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Und genießt die Zeit. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu den Maps. Ja, was fand ihr cool? Welche Vorstellungs-KI hätte euch gerne gesehen im Kampf? Habt ihr ja nochmal 4 Stück gesehen. Und genau. In diesem Sinne, euer Xander ist raus. Und bis dann. Ciao.